Hallihallo, da sind wir wieder, liebe Deutschlernende, liebe Studierende und liebe Fans und Neugierige, die diesem Kanal folgen. Heute möchte ich die nächste Frage beantworten und zwar geht es um die Frage, welchen Kontakt ich zu Russlanddeutschen habe und wahrscheinlich hatte. Das ist eine sehr lustige Frage, weil es in dem Video ja ausführlich darum ging. Mein erster Kontakt zu Russlanddeutschen war 1994, als ich das Angebot bekommen habe, Nachhilfe zu geben für Russlanddeutsche Zugewanderte, Migranten. Und ich habe da nicht lange gezögert, weil das für mich so eine erste Brücke war. Das heißt, in der Zeit zwischen Herbst 1994 bis Sommer 1996 habe ich Nachhilfeunterricht gegeben für Jugendliche und dann später auch für Grundschüler, 1. bis 4. Klasse, die also Nachhilfe brauchten in den Fächern Deutsch und Englisch. Und dann auch zum Beispiel erinnere ich mich gut an Lilia, die sich mit mir gemeinsam auf das Abi vorbereitet hat in der Geografieprüfung. Und da gibt es echt lustige Geschichten dazu. Ja, aber dazu irgendwann einmal und in einem persönlichen Gespräch. Ja, und dann habe ich im Sommer 96 oder eigentlich auch schon im Frühjahr 96 das Angebot bekommen, einen Sprachkurs zu leiten für Jugendliche mit berufsorientierenden Bestandteilen. Und dieses Angebot habe ich angenommen, obwohl ich nicht ausgebildet war in dem Fach Deutsch als Fremdsprache. Und ja, und das war mein erster Kontakt mit Jugendlichen, die im Alter zwischen 16 und 26 waren. Das war die Zielgruppe für diese Kurse. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel dazugelernt und habe auch heute immer noch nachweislich über die verschiedenen Social-Media-Kontakte mit Nathalie, mit Marina und Olga aus diesem allerersten Kurs 96-97 und könnte Geschichten erzählen, was ich natürlich hier aus Datenschutzgründen nicht tue. Aber diese Arbeit habe ich fortgeführt, bis ich ausgereist bin, also bis zum Jahr 2003 und war dann seit 1998 Leiterin der Organisation Pro Migra im Landkreis Meißen und habe dann also wirklich auch die Arbeit koordiniert im Landkreis für diesen Bereich von Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit dem Schulamt, mit den verschiedenen Schulen und was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und parallel dazu waren ja dann Jugendliche, die schon in Berufsausbildung gekommen waren, bei mir im Nachhilfeunterricht am Nachmittag und am Abend, sodass ich halt auch total spannend gelernt habe, wie man zum Koch wird, wie man zum Werkzeugmacher wird, was man alles wissen muss, wenn man Verkäuferin oder Einzelhandelskauffrau wird. Super spannend eigentlich. Ja, und dann habe ich 2001 mit forciert, dass auch die Kurse im Rahmen der Erprobung des Zuwanderungsgesetzes im Landkreis Meißen mit stattfinden. Und in dem Zusammenhang haben wir dann als Organisation Pro Migra mit der Tangens Wirtschaftsakademie zusammen kooperiert und haben Multikulti-Kurse und auch für Erwachsene ins Leben gerufen. Und auch da gibt es sehr, sehr lustige Geschichtchen und Geschichten, an die ich mich erinnere, die ich mit Herrn Gründler in Vorbereitung oder dann in der Durchführung erlebt habe. Also eine wunderschöne, tolle Zeit und mein Augenmerk war aber immer und den meisten Spaß hatte ich immer in den Kursen für die Jugendlichen. Und das, was ich auch ganz bis zuletzt mir noch vorbehalten habe, war, dass ich das Fach Berufskunde in allen Jugendklassen weiter zu Ende führen darf, weil es ist halt um Ausrichtung geht, um Formen, um was liegt dir und was liegt dir nicht. Das habe ich ja schon im Interview ausführlich erklärt, dass es darum geht, wirklich zu finden, was liegt, also was passt zur Persönlichkeit. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, und also
wenn es darum geht, wie mein Kontakt heute aussieht, selbstverständlich habe ich noch mit einigen aus ewigen ehemaligen Kursteilnehmern aus diesen Kursen Kontakt. Natürlich erleichtert die Arbeit ganz eindeutig die Social-Media-Kontakte über Facebook und Odnoklassniki. Also das ist schon cool, dass man so in Verbindung bleiben kann oder eben auch was auffrischen kann. Und ja, und dann ist natürlich auch so, dass wir hier im Dorf wohnen, was ich ja im Interview ausführlich beschrieben habe. Und Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber es gibt auch einen Russlanddeutschen, der hier in der Region mit wohnt. Der kommt uns so, ich denke mal, einmal im Jahr besuchen und wir unterhalten uns ganz kurz einfach nur über den Gartenzaun. Wie geht es Ihnen? Was haben Sie erreicht? Was haben wir erreicht? Also es ist ein Kontakt, der auch hier noch da ist. Und ja, und dann der Auslöser meiner Ausreise, sag ich mal so, war ja 2004, dass ich im deutsch-russischen Haus gearbeitet hatte. Das hat da ja Maria auch eingeblendet im großen Interview. Und im deutsch-russischen Haus habe ich die Aufgabe gehabt, als Leiterin des sprachdidaktischen Zentrums Multiplikatoren auszubilden, die mit Lehrkräften für Deutsch als Fremdsprache in den Großstaaten arbeiten. Und wir haben Sprachkurse mitorganisiert und dadurch habe ich jetzt Kontakte zu einigen Multiplikatoren, auch immer noch, die ich ausgebildet habe in der Zeit zwischen 2004 und 2007. Und ja, und das ist nun Gusweit konzentriert sich auf die Staaten Kasachstan, Ukraine und natürlich Russland. Und auch da ist es so wie immer. Mit einigen Multiplikatoren habe ich noch ganz engen Kontakt. Manches sind wirklich ganz enge, liebe Freunde geworden. Zum Beispiel diese Bande, wie ich sie nenne, aus Kaliningrad. Das waren 5 Personen und mit allen 5 Personen bin ich noch in regem Austausch und wir mögen uns sehr und unterstützen uns, wo es nur geht. Und wenn ich dann mal zum Beispiel in Kaliningrad bin, wie im Frühling 2019, dann haben wir uns natürlich auch wieder getroffen. Also, das zu der Frage zu Russlanddeutschen. Ich selber habe keine Wurzeln, aber das ist egal. Wichtig ist, dass die Sprache und die Offenheit die Menschen verbindet.